Natürlich ist es eine Herausforderung, hinter Björn Höcke zu reden. Aber ich verspreche Ihnen, die, die schon immer hier so lange leben, sie kennen meine Reden, sie kennen meinen Stil. Und ich verspreche Ihnen, hier hängt ein Schild, Cottbus ist bunt. Am 1.9. wird Cottbus blau sein, das verspreche ich Ihnen. Die AfD Cottbus und ich, wir haben bewiesen, bei der Kommunalwahl, von 3 Plätzen haben wir uns auf 9 verbessert. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir sind die stärkste Fraktion nach der Kommunalwahl geworden. Und wir werden die Politik in Cottbus nachhaltig verändern. Das Versprechen kann ich Ihnen heute hier vorab schon geben. Liebe Cottbuserinnen und Cottbuser, liebe Freunde, werte Gäste, Brandenburg, es kann so einfach sein. Mit diesem schlichten und ideenlosen Spruch wirbt die rote Landesregierung für unser schönes Brandenburg. Drehen wir den Spieß doch einfach mal um und rufen den Brandenburgern zu. Ja, es kann so einfach sein. Mit 2 Kreuzen bei der Landtagswahl für die AfD werden wir Woidke und Co. in den unverdienten Ruhestand schicken. Wahlkampf ist eigentlich auch wie ein Boxkampf. Wir stellen uns mit Energie und Fairplay und vor allen Dingen mit Inhalten. Ring frei zur ersten Runde. Ich bin ja ein Lausitzer Original. In Guben geboren, von 1980 bis 1995 habe ich in Forst gelebt und gearbeitet. Und seit 1995 lebe ich sehr, sehr gern in Cottbus. Ich habe nach der Wende den Niedergang der Lausitz hautnah erlebt. Und ich weiß, dass viele Eltern, so wie ich, mit der Tatsache leben müssen, dass ihre Kinder die Region wegen mangelnder Perspektive verlassen mussten. Diese gebeutelte Region darf nicht wieder zerstört werden. Der politisch verordnete Strukturwandel, sprich der Ausstieg aus der Kohle, darf erst erfolgen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens Versorgungssicherheit, bezahlbare Strom- und Energiepreise. Wir haben die teuersten Energiepreise in Europa. Und ein adäquater Ersatz für die Industriearbeitsplätze. Es geht um 20.000 Arbeitsplätze, direkt 8.000 und ca. 12.000 bis 15.000 indirekt. Ich erzähle Ihnen keine grünen Märchen. Ich springe auch nicht auf den Zug Friday for Future, weil es so hip und modern zu wirken scheint. Nein, meine Art Politik zu machen, ich liefere Konzepte. Im Bundestagswahlkampf war ich die Einzige, die die Sonderwirtschaftszone gefordert hat. Und plötzlich springen alle auf den fahrenden Zug auf. Und trotzdem werden sie dann, weil sie überhaupt kein Konzept haben, wieder von ihren Parteispitzen zurückgepfiffen. Aber, und das ist wichtig, die AfD wirkt. Wir brauchen Macher im Land und keine Maulhelden. Ring frei zur nächsten Runde. In Cottbus, wir sind eine Universitätsstadt. Ein wesentlicher Leuchtturm, und wir haben leider nicht viele, ist unsere BTO. Mit einer beispiellosen Arroganz und im Bastardstil wurde unter Ministerin Kunz im Namen der SPD unsere BTU mit der Fachhochschule Lausitz zwangfunktioniert. Von nun an ging es bergab. Die Zahl der Studenten sank von über 10.000 auf jetzt 7.200. Gute Professoren verließen die BTU. Professor Steinbach, lange als Heilsbringer gefeiert, verließ 2018 fluchtartig das sinkende Schiff. Und jetzt versucht er sich als Wirtschaftsminister. Ich kann nicht feststellen, dass das eine Bereicherung ist. Von den Studenten werden überwiegend Bachelor- statt Masterabschlüsse an einer Universität abgelegt. Der Niedergang der BTU ist täglich greifbar, spürbar. Und das Elend hat einen Namen. Es ist Ministerin Münch aus Cottbus. Aber zur Ehrenrettung der Cottbuser muss ich sagen, sie ist ein Import aus Heidelberg. Nicht jedes Westpaket hat den Inhalt, was man da sich verspricht. Das wird nicht immer gehalten.
Statt die BTU zu entwickeln und zum Beispiel eine medizinische Fakultät und den Zweig Pharmazie aufzubauen, wurschtelte Frau Münch fröhlich weiter. Mein Rezept: Rückabwicklung der Zwangsfusion und die eben genannten Vorschläge zügig umsetzen. Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Die BTU hat endlich eine Zukunft und wir bekämpfen gleichzeitig den Ärztemangel in Brandenburg und können den Prozess des Apothekensterbens auch endlich aufhalten. Apotheker ist inzwischen in Brandenburg nämlich ein Mangelberuf geworden. Mit dem jetzt an den Tag gelegten Aktionismus können Sie, Frau Dr. Münch, die Lausitzer nicht mehr täuschen. Die Kaiserin ist nackt und die Bürger wählen das Original, nämlich unser Konzept, das der AfD. Ringfrei zur dritten Runde. Ohne Moos nichts los. Die Kommunalfinanzen sind in Brandenburg die Achillesferse. Viele Kommunen sind chronisch unterfinanziert, sitzen auf hohen Kassenkrediten. Deutschland ein reiches Land mit armen Kommunen, hier stimmt doch was nicht. Beenden wir endlich die Misere und stellen die Kommunalfinanzen auf ein solides Fundament. Der Ist-Zustand: von 100 Euro Steuermitteln bekommt der Bund 42,50, die Länder auch und die Kommunen 15 Euro. Mein Modell: 40 Euro der Bund, 40 Euro die Länder und 20 die Kommunen. Vorteil: wir haben endlich den Gestaltungsspielraum hier vor Ort. Wir Kommunalpolitiker wissen, wo der Schuh drückt. Und es könnten viele Förderprogramme einfach wegfallen. Sie verschleißen nur Bürokratie. Und was haben wir für Blüten? Wir haben in Cottbus einen Sanierungsstau von 300 Millionen Euro bei Straßen, Brücken und Plätzen. Dank absurder Förderpolitik haben wir eine Fischtreppe bekommen. Kosten reichlich 2 Millionen. Die Freude der Bürger hielt sich arg in Grenzen. Den Atem hat es mir verschlagen, als ich gestern die Vorschläge der Wirtschaftsweisen gelesen habe, die sie der Kanzlerin übergeben haben. Die CO2-Steuer soll kommen. Diesel, Benzin und Heizen soll verteuert werden. An das Märchen mit dem Ausgleich glaube ich nicht. Im Flächenland Brandenburg, dem Land der Pendler, werden die bestraft, die nicht die Hand aufhalten, sondern früh aufstehen, sich und ihre Familien ernähren und Steuern zahlen. Was ist das für ein absurder Plan? Noch abenteuerlicher sind aber die Pläne der OECD. Man hat uns 7 Steuererhöhungspläne in das Buch geschrieben. Seit wann ist denn die OECD für Steuererhöhung zuständig? Aber es geht ja um Deutschland und Deutschland kann man ja immer noch melken. Jetzt geht es den Häuserbesitzern an den Kragen, wenn diese Empfehlungen der OECD umgesetzt werden. Nun ja, unsere vielen Gäste kosten ja. Da darf man nicht so zimperlich sein. Das hat sich wahrscheinlich die OECD gedacht. Ringfrei zur vierten Runde. Innere Sicherheit ist ein hohes Gut und auch ein Standortfaktor. Solche richterlichen Fehlurteile wie die Freilassung des mutmaßlichen Mörders von Gerda Krüger ist eine Instinktlosigkeit gegenüber der Familie des Opfers und ein Tritt gegen das Rechtsempfinden vieler Bürger. Der Schutz des Bürgers verkommt inzwischen zur Nebensache. Deshalb fordern wir Opferschutz und Grenzen ziehen. Es darf keine Einreise ohne gültige Papiere geben. Jeder kann sich hier eine Identität zusammenzimmern. Das hat doch mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Wir fordern, und das sage ich auch, Sachleistung spart Gargeld, damit der Pull-Effekt endlich aufhört. Und die Residenzpflicht für Flüchtlinge im Land Brandenburg, denn Cottbus ist überproportional vom Zuzug von Flüchtlingen betroffen. Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, liebe Freunde, werte Gäste, in diesem Jahr begehen wir 30 Jahre friedliche Revolution. Mein Mann, der vor 2 Jahren gestorben ist, war Aktivist der ersten Stunde in Cottbus.
Er verpasste keine Montagsdemo und war überaus glücklich, die deutsche Einheit noch erleben zu dürfen. Diese Euphorie verflog bei ihm und er wurde zornig und fassungslos, als die Regierung 2015 diesen Kontrollverlust über unser Land zugelassen hat. Es ist sein Vermächtnis, dass ich hier und heute erneut meine Stimme erhebe. Es geht um die Zukunft von Cottbus, um die der Lausitz, um die Zukunft von Brandenburg und die Zukunft von Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind keine leeren Worte. Nein, wir von der AfD erfüllen sie mit Leben. Ich werde wieder, so wie Sie mich kennen, mit Leidenschaft, mit Energie, mit Sachverstand, mit lösungsorientierten Konzepten in den Wahlkampf ziehen. Ihre Stimme ist mein Auftrag. Hol dir dein Land zurück. Danke, Cottbus!